Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust auf Backen? Ich bin gerade voll in Backlaune und ich wollte eh schon ewig mal ein Bananenbrot backen. Und zwar habe ich das Rezept bei der Ebru gesehen auf ihrem Kanal Backo. Verlinke ich euch unten in der Infobox den Kanal und das Video. Und ja, wir haben zum Glück alle Zutaten gerade im Haus. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. So, das sind die Zutaten, die wir benötigen. Wir brauchen einmal Backpulver, wir brauchen Rosinen, wir brauchen 3 reife Bananen, wir brauchen ein Ei, wir brauchen Vanillezucker. So, das klingt ja schon mal gar nicht so schwer. Ich habe jetzt alle Zutaten hier auch rausgesucht. Also, Ebru hat es gerade schon gesagt, wir brauchen Bananen, Mehl, Zucker, ein bisschen Salz, Öl. Ich nehme jetzt hier Rapsöl, weil ich finde irgendwie Olivenöl schmeckt sehr intensiv. Backpulver, Vanillezucker, bei mir nicht selber gemacht, ein Ei und Rosinen. Und ich glaube, das Rezept ist wirklich einfach und jetzt legen wir gleich mal los. Ah ja, hier ist noch eine Kastenform und da soll dann später das Bananenbrot rein. Und da sieht man mich, hallo. So, los geht's. So, ich habe jetzt hier meine 3 Bananen geschält und die kommen jetzt hier rein. Und dann werden die zerdrückt. So, so sieht das Ganze dann fertig aus. So, jetzt kommen 100 Gramm Zucker dazu. Dann kommt ein halber Teelöffel Salz. Nicht zu viel. Ein Päckchen Vanillezucker. Ebru nimmt bei sich selbstgemachten, aber ich habe jetzt hier nur den da, aber das passt ja auch. Selbstgemacht ist natürlich immer besser bei allem. So, ein Päckchen. Dann kommt Öl dazu, da habe ich jetzt hier das Rapsöl, weil das einen recht neutralen Geschmack hat. Und da kommen 4 Esslöffel dazu. 4. So, jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Das Mehl fehlt noch. Oh, ich habe gerade gemerkt, dass ich das Backpulver mit dem Vanillezucker verwechselt habe. Also jetzt kommt der Vanillezucker dazu, aber da brauchen wir auch ein Päckchen, also ist das nicht schlimm. So. Jetzt ein Ei. Und jetzt wird das Ganze schön durchgerührt. So, und dann kommt noch das Mehl dazu und da brauchen wir 300 Gramm. Ich hoffe mal, das reicht, sonst muss ich noch Mehl holen gehen. Also 300 Gramm. Oh nein, es fehlen 50 Gramm Mehl. So, da ist das Mehl. Jetzt noch 50 Gramm. Und dann haben wir 300 Gramm. Ah, jetzt habe ich zu viel reingetan. 330, shit. Sorry. Kann passieren. So, und nach dem Rühren kommen noch 4 Esslöffel Rosinen mit dazu. Ich mache das jetzt mal so nach Gefühl, weil ich jetzt die nicht auf einem Löffel abmessen will. Ja, kann man ja so nach Geschmack. Und die kleben ziemlich. Oh nein. So, der Teig ist fertig, sieht jetzt
so aus. Und jetzt kommt das Ganze in eine Kastenform. Und die habe ich bereits ausgefettet mit Margarine. Und jetzt kommt der Teig da rein. Ups. So, die 45 Minuten sind gleich rum und deswegen schauen wir jetzt mal in den Ofen und gucken, wie der Kuchen aussieht. Es riecht hier echt schon richtig gut nach Banane und ich bin jetzt schon richtig gespannt. So, die Stunde der Wahrheit. Oh, wie lecker. Richtig gut ausgegangen. Und jetzt ziehe ich mal meinen Handschuh hier an. Schutzengel. Jetzt holen wir das Teil mal raus. Oh. Oh, richtig gut. So, durch das Einfetten ging der auch hier raus wie Butter. Jetzt sieht das Ganze so aus. Oh, so lecker. Et voilà, unser Bananenbrot ist fertig. So, und jetzt ist Probierstunde. Yay, ich bin so gespannt. Oh. Im ganzen Haus riecht's nach Banane, so lecker. Und? Wow, so lecker. Echt richtig gut. So, und jetzt wird probiert. Sehr, sehr gut. Sehr bananig und oh, einfach lecker. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!